Wir wissen, was auf uns zukommt. Ich meine, Hoffenheim war schon nur die Mannschaft anzuschauen. Was da für Möglichkeiten gibt in Hoffenheim, das ist ja unglaublich. Und was da individuelle Qualität ist. Volland, Firmino, allein die zwei schon, aber das Drumherum ja auch, der Kim, was ich jetzt geholt habe und so. Ja, das ist halt der Topverein in Deutschland von den Möglichkeiten. Die sind ganz oben. Und für uns heißt es hier am Samstag, mit allen fairen Mitteln zu bekämpfen und Leidenschaft zu zeigen. Damit wir überhaupt eine Chance haben. Ja, das sind dann so Aufgaben jetzt für die Jungs, aber wir sind daheim und wir wollen anders auftreten als gegen Dortmund. Unbedingt. Wir wollen nicht nur, sondern wir müssen. Also, wenn wir nicht anders auftreten als gegen Dortmund, dann brauchen wir gar nicht anfangen zu spielen. Jedes Mal, wenn es gegen Hoffenheim geht, loben sie die immer sehr und sagen, es wäre ein Spitzenteam. Aber in den letzten 10 Spielen haben sie nur einmal gegen die verloren. Ist das jetzt Zufall oder wissen Sie, wie man gegen die? Wenn wir die letzten 10 Spiele nur einmal gegen Hoffenheim verloren haben, muss ich sagen, dann sind wir sehr stolz. Das weiß ich gar nicht. Ja, ja, weil ich meine, Hoffenheim. Also, ja, ja. Dann haben wir das gut gemacht. Dann haben wir alles wirklich in die Waagschale geworfen und das probieren wir wieder.